willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade noch dabei, ein paar Bäume zu verladen, ein paar Stämmchen, bis mich der Herr Jäger anruft und mir meine nächste Wasserlieferung ankündigt. Nämlich dann bei den Hühnern im Stall soll. Und dann werde ich heute Abend wahrscheinlich auch noch mal kurz mit den Leuten von der Agrargenossenschaft telefonieren. Einfach um zu wissen, was ist da jetzt Phase, worauf kann ich mich verlassen und worauf nicht. Weil aktuell habe ich eben, wie gesagt, wie schon ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen, das Gefühl, dass ich mich da eher nicht drauf verlassen kann. Das ist natürlich suboptimal. Dafür haben wir die Genossenschaft nicht gegründet. Oder dafür habe ich sie nicht gegründet. Ja? Also vielleicht war das der Plan von den anderen beiden. Aber nicht von mir. Gerettet. Und vor allem könnte ich dann vielleicht auch gleich den Mulcher noch mitnehmen, den Biobelz, den ich habe, um die Baumstämme hier mal zu entfernen. Aber gerade sieht es eher so aus, als würde ich es sogar schaffen, den Anhänger ziemlich gut zu beladen. Und dann würde es mehr Sinn machen, wenn ich im LKW runterfahre. Das muss ich mir mal überlegen. Ich brauche aber ziemlich lang. Habe ich das Gefühl irgendwie. So.
Ja, ich würde fast sagen, wir haben hier soweit alle Bäume aufgesammelt. Dann werde ich, glaube ich, damit zum Hof fahren gleich wieder. Anschließend natürlich ins Sägewerk. Jäger, schönen guten Tag. Moin. Herr Varuna, lustige Geschichte. Sicher? Ich habe vergessen, Sie anzurufen und ich stehe jetzt fast schon auf Ihrem Hof. Ja, sehr lustig. Für wen? Für mich nicht. Also ich bin quasi bei dem Blitzer vor Ihrem Hof. Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Ja, dauert halt gleich ein bisschen. Bin oben in meinem Wald. Kein Problem. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Sehr lustige Geschichte. Habe ich mir schon fast gedacht, weil er eben nicht angerufen hatte. Ja, warte mal, spannend, was er noch kann machen. So, nicht, dass der uns dann wieder an den Karren fährt und sagt, hier, sie haben die Spannkurse nicht dran. Ja, die Stämme sollten erstmal reichen für das Sägewerk. Für ein paar weitere Bretterpaletten. Die Sache ist die einfach. Ich möchte mir vorher noch ein paar Hühnchen ordern. Deshalb will ich vor Ort sein, wenn er das Wasser ablädt, weil je mehr Hühner, desto mehr Wasser brauche ich. Schauen wir mal. Klingelingeling. Stefan Müller. Ja, Volker hier. Servus. Servus. Ich würde gern mit euch, also mit dir und dem Diesel, später Mittagessen. Jo, das würde mir eh passen, weil ich fahre eh gerade nach unten. Ja. Ich müsste dich noch mal was fragen. Und zwar, könntest du noch mal ganz kurz deinen Anhänger mir ausborgen? Ich hätte da nämlich wieder Wolle zum Fahren. Jo, klar. Reicht das nach dem Mittagessen? Ja. Weil dann wird man uns später so gegen 12 bei der Helga treffen. Ja. Gut, passt. Aber du kannst gerne zu mir an den Hof kommen und mich damit hochnehmen, wenn das geht. Ja, ich fahre jetzt eh gerade schon vorsichtig schon mal entgegen. Ich muss eh noch schnell was vom Händler mit abholen. Ja, passt. Ich brauche auch noch. Ist ja erst morgen. Okay. Gut. Dann sehen wir uns später am Hof bei mir. Jo. Gut. Ciao. Ciao. Sagst du im Diesel Bescheid? Jo, mache ich. Danke. Tschüss. Perfekt. Steht ja auch noch der LKW rum. Interessant. Hallo. Der ist noch am Telefon. So. Ups. Wie viel habe ich denn jetzt hier drin? 80, dann machen wir da noch 20 rein. 1, 2, 3. Also 20 sind 1000 Euro, oder? Ja, so. So, passt das? Ja. Und dann machen wir drüben noch 30, kaufen wir noch 30 ein.
Hey, habe ich jetzt hier zwei Palettengabeln? Achso, das ist die Frontlade. Moin! Moin! Und darf ich das gute Stück jetzt einboxieren? Moment. Einmal hier bei mir. Rückwärts bitte. Ja, das wird da jetzt spaßig. 3000 Euro. Habe ich denn jetzt gemacht? Zehn. Okay. Ja, kommen Sie. Bisschen mehr einschlagen. Und jetzt gerade. Kommen Sie gerade. Bisschen mehr rüber. Einschlagen. Andersrum. Geht es schon? Stopp! Irgendwie auch hat nicht so ganz hin. Müssen Sie vielleicht noch ein bisschen mehr hier rüber? Rüber zu Ihnen oder rüber zu dem Krug? Zu mir. Stopp! Geht es jetzt? Nee, ich glaube, ich muss noch ein bisschen rüber zu Ihnen. Oh Gott. Langsam. So ist ich gut. Ich bin Profi, ich weiß, was ich mache. Gerade. Ja, man sieht's, wie oft sie rangieren. Weiter. Außerdem heiße ich nicht Gott, das ist ja ein Unfall bei uns. So, da wären wir. Gut, waren sie voll. Komm gleich wieder. Mhm. Profi, ich muss fünfmal rangieren, bis er da ist, wo er hingehört. Ups, wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Sieben. Eins, zwei, drei. Jetzt passt jeweils 130. Perfekt. So, gleiches Spiel hier. Was laufen Sie mir denn noch von der LKW? Jetzt haben Sie mir hier eine Macke reingefahren. Die war vorher schon da. Gucken Sie mal den Trailer an, da haben Sie auch eine Macke dran. Wenn Sie jetzt nochmal vorlaufen, garantiere ich für nichts. Jetzt haben ja, okay, das war ich jetzt. Ein richtiger Profi. So. Auch wieder voll machen, ja? Ja. Moment, muss man gerade die Lüftung anmachen. So, drüben auch. Das wird teuer. Was haben Sie gemurmelt? Nix. Machen Sie mal Ihr Licht an. Danke. Erinnerungsfoto, wissen Sie? Mhm. Können Sie ruhig machen. Ich muss in der Zeit ausrechnen, wie viel ich Ihnen jetzt abdrücken darf. Wie viel Sie mir abdrücken dürfen? Mhm. Ja, Knöpfen meinen Sie wohl. Ja. Ich muss da mal ganz kurz telefonieren. Irgendwas stimmt mit der Rechnung nicht. Na mal, dann muss ich mal nachrechnen, ob der vorhin richtig gerechnet hat.
12.600 war die Rechnung vorhin. 32.000 mal 0,4. 12.800, ja doch, hat gepasst. Nicht, dass der mich hier über den Tisch zieht. So. Wie viel Uhr haben wir denn? Achte. Alles gut. Ja, haben wir schon wieder. Haben wir schon 5000 Eier? So, da bin ich wieder. Ja. Und? Taschenrechner hat ein bisschen gesponnen. Ich hätte ihn beinahe 8,9 Millionen abgedrückt. Das sehe ich auch. So. Wie viel Liter waren es denn? 22.500. Da sind wir quasi bei 9.000, um genau zu sein. Die ich jetzt von Ihnen noch kriege. Jo, haben Sie richtig gerechnet. Jo, Geld überweisen. Gut, ich danke schön. Ich hab zu danken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.